Am Hallstätter See im oberösterreichischen Salzkammergut liegt eine Karstquelle mit dem Namen Hirschbrunn. Aus dieser Höhle treten im Frühjahr große Schmelzwassermengen, die vom Dachsteinplateau gespeist werden, aus. Im Auftrag der oberösterreichischen Landesregierung wurde von Höhlentauchern des Vereines für Höhlenkunde aus Bad Mitterndorf eine Sonde montiert, welche die austretende Wassermenge misst und ständig aufzeichnet. Dieser Film dokumentiert die durchgeführten Arbeiten im Inneren der Quellhöhle. Wir haben das Projekt Hirschbrunn jetzt zum Abschluss gebracht. Wir haben das Starflow-Messgerät montiert und der Schlauch drin in der Quellhöhle ist auch fixiert. Und heute geht es eigentlich nur noch um das, dass wir die Quellhöhle abtauchen, alles nochmal kontrollieren. Und gleichzeitig wird ein Videofilm erstellt, dass auch die Leute der Landesregierung sehen, wie das da drin ausschaut, was wir da gemacht haben. Höhlentauchen erfordert eine sorgfältige Planung und Überprüfung der Tauchausrüstung. Sämtliche Ausrüstungsgegenstände müssen aus Sicherheitsgründen doppelt oder dreifach vorhanden sein. Für die Montage der Sonde waren insgesamt 8 Tauchgänge mit jeweils ca. 40-minütiger Dauer erforderlich. Vor dem Abtauchen gibt es bereits die erste Schwierigkeit zu überwinden. Nur über eine Engstelle gelangen die Taucher zum Wasserspiegel. Pressluftflaschen, die in das Innere der Höhle mitgenommen werden, dienen als zusätzliche Sicherheitsreserve. Da weiter! Das ist schon bei der 4. Arbeit.
Oberhalb der Quellhöhle befindet sich die Messstation, in der die Fließgeschwindigkeit des Wassers aufgezeichnet wird. Von hier aus sind es ca. 80 Meter Kabellänge bis zur Sonde im Inneren der Höhle. Nachdem die Taucher 6 Meter abgetaucht sind, erreichen sie die Horizontalteile der Höhle. Dieser enge kluftförmige Gang führt auf einer Länge von 32 Metern zur Sonde, welche in einer Wassertiefe von 12 Metern montiert ist. Die Höhle ist auf dieser Strecke durch zwei Engstellen mit einer Höhe von nur ca. 40 cm unterbrochen. Alle 2 bis 3 Meter wurde der Schutzschlauch befestigt. Insgesamt waren über die gesamte Montagestrecke 16 Befestigungspunkte erforderlich. Sämtliche Verankerungen mussten händisch gesetzt werden. Da die Höhle teilweise unterirdisch mit dem Hallstätter See verbunden ist, musste die Messsonde mindestens in einer Tiefe von 12 Metern montiert werden. Hier beginnt ein Schachtsystem, das bereits bis auf 70 Meter Wassertiefe erforscht worden ist. Anhand der Durchflussgeschwindigkeit des Wassers und des Schachtquerschnittes wird die austretende Wassermenge für hydrologische Untersuchungen ermittelt.
Aufgrund von aufgewirbelten Sedimentablagerungen kommt es nach kurzer Zeit zu einer erheblichen Eintrübung und damit zu sehr schwierigen Tauchbedingungen. Die Unterwassermontage wurde teilweise bei extrem schlechten Sichtbedingungen durchgeführt. Die Messungen werden über das ganze Jahr durchgeführt und vom Hydrographischen Institut der Oberösterreichischen Landesregierung für mögliche Trinkwasserreserven ausgewertet. Der Projektleiter der Unterwasserarbeiten Robert Seebacher zeigt sich mit dem Ergebnis der Tauchgänge zufrieden. Sein Resümee: Wir haben die Aktion jetzt vollständig abgeschlossen. Wir haben die ganze Tauchstrecke heute nochmal filmerisch festgehalten, haben sämtliche Befestigungspunkte überprüft. Das ist bei uns aus in Ordnung. Wir sind insgesamt bis in eine Wassertiefe von 12 Metern taucht, dort wo die Sonde montiert ist, haben dort noch einen Schrauben zusätzlich montiert und haben, wie gesagt, die Aktion mit dem Tauchgang vollkommen von 14 Metern vorerst abgeschlossen.